Gehen wir noch. Obwohl, wir konnten den auch noch interviewen. Wo? Machen wir das noch gar? Schaut zwar nicht so interessiert drauf, aber. Hallo, Entschuldigung, dürfen wir Sie ganz kurz interviewen? Ja, okay. Und zwar ist es ja so, dass der Mensch eigentlich keine natürlichen Feinde mehr hat und keinen Nutzen fürs Ökosystem. Und er zerstört die Erde immer mehr. Und wir Menschen, wir werden immer mehr. Und darum meine Frage an Sie. Was denken Sie, wie viel Mensch verträgt die Erde noch? Ja, genau. Sicher hat der Mensch einen Nutzen im Ökosystem. Ohne uns würde das ganz anders ausschauen. Da würde es sonst nichts geben, außer Wald und Wiesen. Ja, und die paar Millionen Menschen auf der Welt, die... Also... Milliarden. Was Milliarden? Es gibt Milliarden Menschen auf der Welt. Ja, eh. Weil Sie gerade gesagt haben, Millionen. Ist eh kein Unterschied. Naja, es sind 3 Nullen mehr. Ja, ja. Wissen Sie, wie viele Nullen eine Milliarde hat? Nullen, ja. Nullen halt. 9. 9? Ja. 9? 9. 9? Geht's Ihnen gut? 1, 2, 3. 1, 2, 2, 2. Komisch. Was machen wir? Was mit dem Weiß? Ich hab keine Ahnung. Wenn man einen Schlaganfall hätte oder so. Und was machen wir jetzt? Schauen wir. Kann ich die anschauen? Hallo. Schauen Sie mich mal an. Er verschwindet! Haut's ab! Wow! Okay, okay. Alter, was wollen denn das jetzt? Gehen wir mal hoch. Ja. Gehen wir. Ja, schöner Abschluss. Sollte jetzt nur sein müssen. Ja. Aber was fürs Making of. Wahnsinnig klasse, ja. War mir jetzt schon schlecht. Ich weiß nicht, was passiert. Geht's euch eh gut? Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was mit dem gerade los war. Das sind besondere Menschen. Der lebt in seiner eigenen Welt. Aber hätten Sie vielleicht kurz Zeit für ein Interview? Boah, ich bin doch nicht einmal hergerichtet. Ah, Sie schauen doch eh gut aus. Ich mache nämlich einen Abschlussfilm für mein Studium und da brauche ich die Meinung von ein paar Bürger zu einem bestimmten Thema. Na gut. Ja? Der will nur ganz kurz ein wenig positionieren. Kommst du ein wenig zu mir? Ja. Ja. Passt so? Ja. Und zwar ist es ja so, dass der Mensch als intelligentestes Lebewesen die Erde erobert hat. Aber mittlerweile beuten wir sie total aus und es gibt immer mehr von uns. Darum meine Frage, wie viel Mensch verträgt die Erde noch? Boah. Ich komme aus einer gläubigen Familie und bin im christlichen Glauben erzogen worden. Da kann ich das vielleicht am besten so beantworten. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und uns die Erde überlassen. Daher liegt es unserem Handeln, wie wir mit der Erde dann umgehen. Ja, momentan gehen wir eher schlecht mit ihr um, oder? Ja, das mag schon sein, aber wie gesagt, Gott hat uns die Herrschaft übergeben. Und damit ja, entscheiden wir, was wir dann mit der Erde, wie wir das machen. Und wenn es Gott missfällt, dann wird uns schon wieder den rechten Weg weisen. Vielleicht kommt da wieder eine Flut. Also glauben Sie, wenn uns jetzt zu sehr ausarten würde, dass Gott wieder eine Flut schickt, um das zu richten? Nein, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade eine Flut wird. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Und mit den technischen Mitteln heutzutage, glaube ich, könnte man uns sicher schützen. Das müsste schon was anderes sein. An was denken Sie da zum Beispiel? Boah, ich bin ja auch nicht Gott, ich weiß es nicht, aber das müsste schon was Gefährliches sein, irgendwo, wo man nicht mehr auskommen, wo man ja nicht so leicht auskommen. Ja, fürchten Sie sich da nicht oder haben Sie Angst davor, dass Gott da so eingreifen könnte, dass irgendwas passieren könnte? Nein, da vertraue ich ganz drauf. Wenn es Gott will, dann lege ich mein Leben in seine Hände. Ah!